und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup Company. Ja, wie wir in der letzten Woche schon gemacht haben, sind wir dabei, unsere Seite weiterzuentwickeln. Uns fehlen immer wieder mal ein paar Module und auch Komponenten. Aber wir haben ja ein Ziel, wir müssen einen täglichen Ertrag von $40.000 erzielen. Wir kommen zurzeit nur auf 26.000. Deswegen gehen wir hin und werden uns erstmal nach ein größeres Büro umschauen. So, wir sind ja zurzeit im Büro. 10 Angestellte? Nein. Hosting. Genau. Mit 20 Mitarbeiter. Wir brauchen aber... Ja, das wird dann hier wohl dieses Büro werden, weil... das wird uns zu viel werden am Anfang. Wir werden 160 Mitarbeiter. Kostet 180.000 im Monat an Miete. Und wir müssen eine Vorauszahlung von 1.000.000 $ leisten. Ja, uns bleibt leider nichts anderes übrig, werden wir machen müssen. Wir werden umziehen und haben dann jetzt hier ein größeres Büro. Ja, in dem größeren Büro werden wir hingehen. Auf der zweiten Etage werden wir nochmals etwas anfangen einzurichten. Büro. Wir schalten die nächsten Arbeitsplätze mal frei. Genau. Der kann aber entfernt. Wie entferne ich den jetzt nochmal? Rechtsklick, um Gegenstand zu drehen, drücken, um Gegenstand zu entfernen. Genau. Wir werden hier größere Arbeitsplätze setzen. So. Dann werden wir hier 1, 2. Machen wir erstmal zu. Gehen wieder in die erste Etage, werden hier jetzt eine neue Internetseite eröffnen. Und zwar, was nehmen wir denn? Wir nehmen einfach mal eine Spieleplattform, Videoplattform oder Dating. Ah, wir nehmen einfach mal eine Dating. Du und ich nennen es einfach. So. Damit haben wir eine neue Homepage, eine neue Internetseite. Wir brauchen natürlich die Startseite. Wir brauchen die Kommentarfunktion. Und dann brauchen wir Textanzeigen. Ne, gehen wir auch direkt auf Werbung. Werbebanner. Wir entwickeln sie mal direkt auf Stufe 10. Ah, hier können wir gerade noch nichts machen, aber das ist gerade erstmal nicht so schlimm. Die Seite ist online, die Seite ist offline und Werbung haben wir noch nichts drin. Wir gehen auf Werbung schalten und dann schauen wir mal, na, weiter geht's, wie schnell wir mit dieser Seite wachsen. So, wir haben mittlerweile 2000 registrierte User. Sehr schön. Wir können hier mal ein bisschen was verbessern wegen CPU-Plus. Genau so. Dann sind mindestens unsere... Ah, okay. Wir können jetzt hier separat... Wir setzen mal auf volle Leistung. Zurücksetzen. Hier wird es nämlich noch dauern, bis wir da was bekommen. In der zweiten Etage stellen wir ein
müssen wir erst wieder hier hin. So. Und zwar suchen wir Personal. Vertriebsleiter, Vermarkter, Vertriebsleiter. Er soll uns nämlich Werbungen organisieren. Los geht's. Werden wir erstmal nur ein. Ne, wir werden wahrscheinlich zwei direkt einstellen. Okay, wir nehmen den Vertrag direkt an. Und den nehmen wir auch an. Dann gehen wir wieder auf Designer. So, ab in der zweiten Etage rein. Die setzen wir hier hin. Einmal und zweimal. Du möchtest bitte nach Filter. Was haben wir hier? Bannerwerbung konfigurieren. Wir teilen die auf 12 Stunden. Erstmal hier löschen, 12 Stunden hinzufügen und dann 12 Stunden hinzufügen. So. Pause. Einmal mit 25 und einmal mit bis 45.000. Raus damit. Einmal bis 5, machen wir 50.000 von 40.000 und einmal von 25.000 bis 40.000 oder sagen wir 30.000. So, starten und suchen. So. Na, hat noch keiner ein Angebot drin? Okay, dann warten wir mal. So, wir haben jetzt hier einmal mit 34.000. Ich und du, genau. Falsches Fenster. 34.000. 27 haben wir nur drin. 48 haben wir hier drin. Moment mal. Hier haben wir 34.000, hier haben wir 49.000. Da haben wir die 49.000. Wir verhandeln. $4 und $5. Ja, komm, geh auf 5,30. Dann nehmen wir an. 5,50 nehmen wir an. Sehr schön. Erstmal automatische Verlängerung. Wir werden mal ein bisschen mehr Werbung hier schalten, dass wir ein paar Leute hier mehr bekommen. Und ich meine, wir müssen auch hier unsere Seite ein bisschen erweitern. Ja, ist natürlich auf 20%, weil wir hier nicht höher kommen. Aber das soll jetzt gar nicht mal so schlimm sein. Du vorhanden, du bist schon im Dings. So, nächster Tag. Hier haben wir jetzt natürlich ein super Angebot mit 34.000 Aufrufe. Ja, den nehmen wir aber jetzt erstmal an mit 34.000 Aufrufe. Wir gucken mal, wie hoch wir den kriegen. Den bekommen wir auf 860, ja? 860 wurde angenommen. Wir können aber jetzt hier auf 50.000 Aufrufe gehen von 40.000 auf 50.000. Bestätigen, bitte suchen.
lassen wir auch eine automatische Verlängerung machen. Und ihn setzen wir auf bis 80, setzen wir ihn auf 90.000 von 80.000. Und dann weiter so. So, wir steigern unseren Einkommen. Natürlich jetzt auf, ja, reduziert, weil wir halt so viele Ausgaben jetzt haben. Das ist natürlich jetzt schade. Aber da müssen wir leider durch. So, aber unsere Obergrenze der registrierten User ist bald erreicht. Ja, wir sind schon mit 69% schon dabei. Da können wir nichts mehr reißen. Wir müssen hier gucken, dass wir hier schleunigst höher kommen. Aber wenn wir die freischalten, ja, könnte, ja, so gerade eben noch laufen. Genau. Aber viele User mehr können wir jetzt trotzdem noch nicht nehmen. Aber das kommt jetzt mit der Zeit. Wie schaut es denn an unsere Hauptseite aus? Oh, wir müssen schon wieder Hosting höher schrauben. Aber warum haben wir hier keine Eingabemodule? Wo hakt es bei den Eingabemodulen? Frontmodule? Na? Bin ich jetzt blind? Eingabemodule, hier kommen sie doch. Die leitenden Entwickler. Da kommen zwei. Da kommt einer, da kommen zwei jetzt. Da kommt gar keiner. Da kommen auch zwei. Da kommen auch zwei. Frontmodule kann ich um einen da rausnehmen. So, mal ein bisschen was müssen wir hier aufteilen, weil sonst haut das nicht mehr hin. Aber unser Support ist hier sehr schön gestiegen. Wir sind nur noch auf minus 7%. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Hier können wir gerade nichts machen, weil wir ja auch hier sind. So, wenn wir die Seite verkaufen würden, könnten wir sie für 302.000 Dollar verkaufen. Das ist natürlich ein Spitzenkurs. Wir müssen aber jetzt auch mal hier gucken nach den Verträgen. Halt, stopp. So, jetzt ist aber erst hier 177.000 brauchen wir. Ja, da bin ich mir sicher. 177.000, dann gehen wir auf 190.000 von 180 an und suchen. Hier sind wir auf 98.000, dann gehen wir hier auf 100.000. Nein, auf 100.000 von 90.000 und suchen. Jetzt haut das wahrscheinlich hier nicht mehr hin, dass wir hier jetzt noch einen Vertrag bekommen, bevor der hier ausläuft. Ja, obwohl doch, könnte noch hinhauen. Ja, das haut noch hin und dann haben wir da auch einen ganz guten Vertrag, ja. Weil wir müssen ja auf die Menge rechnen. So, Vertrag ist ausgelaufen. Wir lassen ihn noch mal kurz laufen. Ob wir vielleicht sogar noch einen Vertrag bekommen. Aber doch, da haben wir noch einen. Ha! Aber 3,90 Dollar, das ist nichts. Den verhandeln wir. Und zwar auf dieser Seite. Wir gehen auf 10 Tage verhandeln. Wir setzen mal an mit 9,30 Dollar. 7 Dollar.
$7,70. Gehst du drauf ein? Er geht drauf ein. Sehr schön. Und somit hin bekommen wir hier gleich auch schon wieder ein bisschen mehr. 21.000. Sehr schön. So, unser nächster Vertrag ist gerade angelaufen. Wäre er hier. 201. Wir schrauben die Werbung mal hier wieder runter. Hoho. Ja und ja. 201. 210. So, 210. Von 200 an. Den können wir rausnehmen. Dann lassen wir ihn jetzt mal suchen. Ob wir hier irgendwas finden mit 200. Oh. Halt, wir müssen doch wieder einmal Werbung schalten. Leider. So, mit 200. Ah, nee, das ist nicht so das Wahre. So, 205. Ja, aber wenn sich das so hält, dann ist das eigentlich in Ordnung. So, 200. Boah, $3,60, das ist ja... Ne, das ist ja eine Unverschämtheit, was sie da nur anbieten. So, wir werden jetzt gleich hingehen und werden mal gucken, ob wir die Seite verbessern können. Die Stufe. So, wir haben jetzt hier den Vertrag. Vertragsnummer. Hallo? Weiß ich jetzt nicht. Das ist dann die Vertragsnummer 21 mit $8,000. Wenn wir dann jetzt den weiteren Vertrag machen, bin ich mal gespannt, was er uns bringt. Also, wir waren etwas über $8,000 für einen Tag. So. Wir haben jetzt 210.000. Da gehen wir ich und du. Genau. Wir gehen einfach auf die volle Leistung. Und dann schrauben wir einfach mal hoch auf $9,30. $8,50, $8, na, und auf $7,50, da gehen wir drauf ein, bevor wir nachher gar nicht mehr bekommen. Und somithin haben wir diesen Vertrag gesteigert auf $47,250. Und mit dieser Sache bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Würde mich auch wieder freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, danke und tschüss.